Ja, es ist mir eine ebensolche Ehre wie ein Vergnügen, Ihnen heute als Vortragenden den Matthias Niesner ankündigen zu dürfen. Und Sie dürfen wirklich froh sein, dass Sie heute in Person hier sind und uns in Person sehen. Weil wenn Sie uns übers Internet sehen würden, könnten Sie sich, glaube ich, nicht sicher sein, ob wir das sind oder nicht. Weil wenn ich mir den Vortragstitel anschaue, ich weiß, ich habe ihn schon erlebt, er macht das so echt, dass man es am Ende wirklich nicht mehr weiß. Ganz kurz, man hat mich gebeten, es kurz zu fassen. Ich habe hier einen langen Spickzettel, aber ich mache nur das Nötigste davon. Hat in Nürnberg-Erlangen studiert, promoviert, dort mit Auszeichnung abgeschlossen. Ein paar Sachen von den Dingen, die er gemacht hat, sind sogar bei Pixar in den Algorithmen gelandet. Pixar, das sind die Leute mit den coolen Computerfilmen. Und danach ging es weiter nach Stanford, wo er am ganz bekannten Computerlaboratorium mitgearbeitet hat. Und seit 2017, glaube ich, ist er bei uns an der TUM. Und ja, das ist ein Glücksfall, dass er bei uns ist, weil er macht wirklich, wirklich, wirklich coole Arbeit. Er verbindet in dem, was er macht, eigentlich drei Gebiete, die für sich genommen schon riesen Gebiet sind, also Computer Vision, also die Analyse von Bildern, Computersynthese oder Computer Imaging, die Synthese von Bildern und künstliche Intelligenz oder Machine Learning, wie man es je nachdem nennt. Und das Ganze packt aber zusammen zu was ganz Einmaligem. Er wurde mehrfach mit Preisen ausgezeichnet. Die zähle ich jetzt gar nicht alle auf, glaube ich, weil du willst viel lieber reden und von daher lasse ich dir einfach die Stage. Ganz herzlich willkommen, Matthias Niesner. Ja, vielen Dank für die nette Einführung. Freut mich, dass ich hier bin. Ich muss heute mal einen Vortrag auf Deutsch halten. Das ist für mich ganz ungewohnt. Ich bin gebürtiger Franke. Das ist quasi wie im Ausland für mich heute. Und ich muss mich da ein bisschen zurechtfinden. Aber ich hoffe, das ist okay, wenn wir das ein bisschen leger mit Dialekt machen, dass man ein bisschen ja, die Wissenschaft ein bisschen näher bringen kann. Meine Wissenschaft hat eigentlich ein einfaches Ziel. Ich möchte alles, was wir hier sehen, möchte ich virtuell machen. Und ich möchte es virtuell so machen, dass man es von der Echtheit eigentlich nicht mehr unterscheiden kann. Ich werde ein bisschen darüber reden, warum ich sowas machen will. Die einfachsten Anwendungen, sowas wie einen besseren Zoom, einen besseren Videokonferenz, aber auch dann sowas wie ja, so ein Sportevent oder so virtuell verfolgen können, dass man quasi ja, sich virtuell in die Allianz Arena beamen kann und dass man dann quasi mitten im Spielfeld stehen kann und quasi live mit den Mitspielern Fußball spielen könnte. Der Vortrag heißt Photorealistic AI Avatars, also photorealistische KI-Avatare. Und in dem Fall, in dem Vortrag heute, beziehe ich mich hauptsächlich auf Menschen. Also wir möchten ganz gerne ja, menschliche, künstliche Doppelgänger schaffen und die danach animieren. Und die sollen so ausschauen wie in echt. Die Idee von dem Ganzen ist nicht neu, die gibt es schon länger. Vor allem in Filmen. Also wenn Sie jetzt einen Film anschauen, dann werden Sie sehen, naja, desto höher das Produktionsbudget ist, desto mehr ist im Prinzip Computergrafik generiert. Also die meisten großen Filme, sei es von Herr der Ringe bis Avatar und so weiter, das meiste kommt eigentlich aus dem Computer mittlerweile. Und ein ganz wichtiger Fokus ist im Ganzen, sind die menschlichen Gesichter. Das möchte ich heute ein bisschen zeigen. Das ist noch ein bisschen eine Historie, wie sich das entwickelt hat. Das sind so sogenannte ja, Gesichtsmodelle, die in der Computergrafik verwendet werden. Das schaut jetzt nicht besonders beeindruckend aus. Sie werden im Laufe des Vortrags, wenn Sie unten rechts sehen, sehen Sie immer die Titel von den Publikationen. Das sind wir noch im Jahr 2015. Da war das noch ein bisschen, ja, da hat es ungefähr so ausgeschaut. Sie werden aber sehen, es wird noch ein bisschen besser ausschauen. Solche parametrischen Avatare, also Gesichtsmodelle, sowas ungefähr sehen Sie in Computerspielen momentan. Also in Computerspielen, da sehen Sie ungefähr so, wenn Gesichter animiert. Und da sehen Sie jetzt hier an der Seite sehen Sie ein paar so Slider. Und die Slider, die kann ich jetzt bewegen. Und sobald ich die bewege, dann verändert sich mein Gesicht. Also in dem Fall wird sich das Gesicht wird hier größer, die Form wird sich ein bisschen ändern. Und idealerweise soll so ein parametrisches Gesichtsmodell sollen quasi alle Gesichtsformen quasi encodieren können. Und das Ganze kann dann animiert werden mit ein paar so Parametern. Also es kann jetzt hier die Form geändert werden, es kann aber auch die Farbe geändert werden, also der Ton der Haut. Oder es können aber auch so Sachen wie ja, die Mundbewegungen, die Expressions, also die Gesichtsanimationen können auch verändert werden. Können auch Sachen wie Beleuchtung verändert werden, ne? Also zum Beispiel heller, dunkler, das ist das Einfachste. Aber dann auch, woher das Licht kommt, das sehen Sie jetzt schon, das schaut jetzt immer ein bisschen anders aus. Und was hier an der linken Seite, was Sie da sehen, sind die ganzen Parameter hier. Das sind mathematisch, das ist einfach nur ein Vektor. Und den Vektor, oder wenn ich die Parameter ändere, dann verändert sich mein Gesicht dementsprechend. Das ist ein parametrisches Gesichtsmodell. Das ist sozusagen die Vorstufe von einem KI-Avatar. Das ist eine ganz einfache Variante noch.
Aber mit dem kann man schon einiges machen. In meiner Forschung habe ich mich viel damit befasst, wie man so ein Gesichtsmodell erstellen kann, aber erstmal. Ja, also wir haben in unserer Gruppe zum Beispiel haben wir solche Gesichtsmodelle gebaut. Und was wir machen, ist, wir machen 3D-Scans von Gesichtern. Dann haben wir verschiedene Leute gescannt und wir haben verschiedene Gesichtsausdrücke gescannt. Und was wir dann machen, ist ein bisschen mathematischer jetzt. Wir machen, ich weiß nicht, wie viele Leute das kennen, das heißt Hauptachsentransformation, eine PCA. Das ist im Prinzip, nämlich ganz, ganz viele 3D-Scans und aus diesen 3D-Scans versuche ich eine komprimierte parametrische Darstellung zu haben, um diese Gesichtsform eben zu encodieren. Ich gehe jetzt nicht ganz ins Detail hier, aber was Sie wissen müssen, mit ein paar Parametern kann ich Gesicht animieren, kann ich verschiedene Menschen erstellen und kann auch so Farben wie Hautfarbe und so weiter ändern. Ja, und dann, wenn ich mal so ein Gesichtsmodell habe, was ich dann machen kann, ist, ich kann damit 3D-Rekonstruktionen von Gesichtern in Echtzeit machen. Und das ist ein Beispiel, was ich Ihnen ganz gerne zeigen würde. In dem Fall heißt Rekonstruktion, ich muss diese Parameter schätzen. Das sind diese Parameter, die ich gerade schon gesagt habe. Das ist eine Geometrie, das ist eine Beleuchtung, ich habe eine Pose dazu noch. Also quasi alle diese Parameter, die ich vorhin erklärt habe, die muss ich jetzt schätzen zur Testzeit. Und was das genau bedeutet, heißt, das ist mathematisch, das ist eine Optimierung, schaut ein bisschen kompliziert aus, ist aber eigentlich ganz einfach. Ich versuche einfach nur, dass das Gesichtsmodell, was Sie hier auf der rechten Seite sehen, soll so ausschauen wie meine Bilddaten, die ich habe auf der linken Seite. Und was Sie jetzt hier auf der linken Seite sehen, sind einmal RGB-Daten von einer normalen Webcam und Sie sehen auch Tiefendaten. Das ist sowas, was das iPhone vorne drauf hat, so ein LiDAR-Sensor. Aber ignorieren wir mal die Tiefendaten, sagen wir mal einfach nur, ich möchte ganz gern so das Gesichtsmodell optimieren, dass quasi jedes Pixel aus diesem 3D-Gesichtsmodell so ausschaut wie das Bild, was ich gesehen habe von der Person. Ne? Und das schaut jetzt hier ein bisschen mathematisch aus. Ich möchte quasi, dass dieser Energieterm hier minimiert wird. Das ist eine nichtlineare Optimierung und es führt zum mathematischen Optimierungsproblem, das wir quasi in Echtzeit lösen können. Was kann ich damit machen? Naja, ich kann jetzt hingehen und kann quasi dieses parametrische Modell einfach an den Webcam-Feed hinfitten. Hier sehen Sie jetzt ein YouTube-Video auf der einen Seite und Sie sehen auf der anderen Seite das Gesichtsmodell, das quasi gefittet wird zu diesem YouTube-Video. Ja, wenn ich das jetzt animiere, kommt das hier raus. Sie sehen jetzt hier einmal das YouTube-Video auf der einen Seite und das 3D-Modell jeweils auf der anderen Seite rekonstruiert. Und das ist nicht nur ein Bild, sondern das ist wirklich ein 3D-Modell mit den Gesichtsformen und so weiter, das Sie jetzt auf dieser Seite hier sehen. Genau, so einfach geht 3D-Rekonstruktion von Gesichtern. Ist natürlich jetzt noch kein Avatar, aber ich will nur mal zeigen, selbst mit solchen einfachen Sachen kann man schon einiges machen. Das sind auch so Techniken, die in Hollywood-Filmen und so weiter angewandt werden, einfach nur, um Gesichter eben zu animieren und künstliche Charaktere in Filmen zu erstellen. Okay, ein Beispiel heißt Facial Expression Transfer. Das heißt, was ich jetzt gerade Ihnen gezeigt habe, kann ich duplizieren und kann für zwei Personen gleichzeitig machen und kann dann die Bewegungen vom Gesicht von einer Person virtuell auf eine andere Person übertragen. In dem Fall sehen Sie jetzt hier, sehen Sie auf dem Tisch, sind zwei Kameras. Das sind, in dem Fall sind es Tiefenkameras, das sind Kinects, aber geht auch mit der normalen Webcam, das ist auch okay. Was die jetzt machen, ist, diese Kameras, die rekonstruieren die Gesichter der beiden Personen. Und was wir dann machen, ist, wir nehmen die Gesichtsausdrücke von einer Person und kopieren sie auf die andere. Schaut dann ungefähr so aus. Also Sie sehen noch, das ist noch 2015, das ist schon ein bisschen her. Da konnten wir jetzt quasi hingehen, der eine spricht jetzt. Und Sie sehen jetzt auf dem Bildschirm, wird der andere mit animiert. Und die Idee ist, dass quasi das nach wie vor wie ein echtes Video ausschaut, aber dass ich quasi das Video in Echtzeit animieren kann. Okay, das schaut hier jetzt noch ein bisschen künstlich aus, aber wir haben das natürlich ein bisschen weitergetrieben. Jetzt können Sie ein Video anschauen, das so ausschaut. Das sehen Sie jetzt hier, sehen Sie vorne eine Webcam und jetzt sehen Sie hier die Person, die bewegt sozusagen ein animiertes Video im Hintergrund. Sie sehen, die Gesichtsausdrücke von dem Video folgen quasi den echten Videoausdrücken. Und technisch funktioniert es ganz einfach. Sie haben dieses 3D-parametrische Modell von dem Gesicht. Das wird getrackt, es wird gefittet zu einer Person. Und dann werden die Gesichtsausdrücke übertragen. Und dann einfach wird mit ganz normalen Computergrafikmethoden wird das Gesicht neu über das aktuelle Video gerendert. Das ist eigentlich noch keine KI, das ist noch ganz einfach, das ist normale Computergrafik. Aber Sie sehen, jetzt sind wir schon im Jahr 2016, also wir sind ein Jahr weiter schon. Und Sie sehen, das wird jetzt immer realistischer sozusagen. Genau, die Frage ist,
wie kann ich jetzt so ein Modell überhaupt bauen? Also wie kriege ich die Geometrie dahinter hin, dass ich solche Animationen machen kann? Naja, dann möchte ich mal ein Beispiel sagen. Ich hoffe, es wird nicht zu technisch, aber ich möchte ein paar coole Sachen von unserem Forschungslabor in Garching zeigen. Was wir gerne machen wollen, wir wollen solche 3D-parametrischen Modelle an Punktewolken hinfitten. Also nicht nur zu den RGB-Daten, sondern auch zu 3D-Daten wie den LiDAR-Sensoren, die Sie im iPhone haben jetzt mittlerweile. Das ist eine Punktewolke, das ist vom Gesicht, das sieht man jetzt zwar hier nicht ganz, aber das ist nur ganz, ganz, ganz dünn abgetastet. Und was Sie jetzt hier machen können, Sie können so ein 3D-Modell dagegen fitten. Das sind so Standardmodelle, die ich jetzt gerade gesagt habe. Das heißt hier Basels Gesichtsmodell, hier haben Sie ein Flame-Gesichtsmodell. Das sind die, die wir jetzt verwendet haben, um quasi eine 3D-Rekonstruktion vom Gesicht zu bekommen. Und was wir jetzt machen wollen, wir wollen aber noch ein Stück weitergehen. Das ist eines von unseren letzten Modellen, die wir jetzt dieses Jahr erst entwickelt haben. Da sehen Sie jetzt auch, auf einmal haben wir noch Haare dabei, wir haben Mundinnenraum noch dabei, die Augen sind ein bisschen besser und so weiter. Und das möchte ich kurz erklären, wie man sowas erstellt. Okay, das sind jetzt die 3D-Modelle, die sind die Punktewolke, die gefittet waren. Jetzt gehen wir mal ganz kurz, wie man sowas erstellt. Und erstellen heißt in der Praxis bei uns mittlerweile immer trainieren, weil wir diese ganzen großen Deep Learning-Modelle, diese KI-Modelle jetzt mit neuronalen Netzen animiert. Und was wir hier machen ist, wir haben jetzt 3D-Scans aufgenommen. Von diesen 3D-Scans haben wir ein neuronales Netz, das heißt hier MLP, Multilayer Perceptron. Das ist ein neuronales Netz mit einem Haufen Parametern, das parametrisiert dieses Gesichtsmodell. Das enkodiert sozusagen die Basiskoeffizienten, wie Gesichtsformen in echt ausschauen. Und was ich jetzt machen will, ist, ich möchte ganz gerne, dass ich zwei verschiedene Achsen hier rekonstruieren kann. Die eine Achse ist sozusagen die, wie schauen Leute aus, also die Identität der Person. Und die zweite Achse, die ich habe, ich möchte gerne die Gesichtsanimation auch enkodieren. Und die kann danach animiert werden, indem ich die Parameter von diesem neuronalen Netz verändere. Das ist jetzt ein richtiges KI-Modell mittlerweile. Naja, und dann wann ich das mal trainiert habe, das heißt Inferenzzeit, also Testzeit, wenn ich das Modell mal habe, dann kann ich das gegen eine Punktewolke fitten, wie sie jetzt hier sind. Also zum Beispiel eine Tiefenkarte von einem iPhone in dem Fall, kann ich das dagegen fitten und ich bekomme eine 3D-Rekonstruktion raus. Also quasi das Ziel ist, dass ich dieses ganz rechte Bild danach als Rekonstruktion rauskriege. Okay, ich möchte mal ein paar Beispiele zeigen, wie so ein Gesichtsmodell ausschaut. Das ist das Gesichtsmodell jetzt mit dem ganzen Kopf. Sie sehen, naja, das Gesicht schaut schon ganz okay aus. Die Haare sind noch ein bisschen, naja, können schon noch ein bisschen besser sein, aber es ist schon mal ein Startpunkt, mit dem ich anfangen kann. Und ich kann aber jetzt hingehen und kann dieses Modell animieren. Also ich kann jetzt hingehen und kann interpolieren zwischen verschiedenen Gesichtern. Sie sehen jetzt die Haare, ja, die Haare sind noch nicht so perfekt, aber das Gesicht an sich schaut relativ realistisch aus in 3D. Ja, das ist jetzt die Identität, also quasi ich kann zwischen verschiedenen Personen einen neutralen Gesichtsausdruck animieren oder ich kann eben hingehen und kann jetzt die Gesichtsausdrücke animieren, indem ich halt ja, den Mund aufmache und zumache und das kann ich machen, indem ich in diesen paar Koeffizienten, die ich hier habe, dass ich die einfach ändere. Okay, es sind nur ein paar technische Sachen noch, was man machen kann. Also ein wichtiger Punkt ist eben, dass man diese 3D-Scans hat. Was wichtig ist, dass man Korrespondenzen zwischen den 3D-Scans findet. Dafür verwenden wir auch sehr viel KI, also sind viele neuronale Netze hier involviert, die sozusagen markante Gesichtspunkte finden und Korrespondenzen zwischen den jeweiligen Gesichtspunkten machen. Dann wird dieses neuronale Netz optimiert mit diesem Multilayer Perceptron, also mit diesem ganz dichten neuronalen Netz. Danach habe ich die Parameter für das neuronale Netz, das ist eben diese Identity. Dann habe ich die Parameter für die Expressions und so schaut es dann in einem akademischen Paper aus. Das ist so ein Crashkurs, was ein Doktorand bei uns innerhalb von ein paar Jahren macht. Hört sich ein bisschen technisch an, aber eigentlich ist es ganz einfach. Im Prinzip hat man nur 3D-Modelle. Die 3D-Modelle werden enkodiert in einem neuronalen Netz und die kann ich dann animieren, indem ich einzelne Parameter ändere. Einen Teil habe ich euch noch nicht gesagt. Das ist, wie bekommen wir diese 3D-Scans? Das sind die Trainingsdaten. Das hören Sie aktuell immer in den Nachrichten, wenn Politiker sagen, wir brauchen mehr Trainingsdaten für die ganze KI. Das Problem haben wir auch. Bei uns sind die 3D-Trainingsdaten eben diese 3D-Scans und die schauen ungefähr so aus. Das ist einer von diesen 3D-Scans. Hier sehen Sie jetzt in dem Fall auf der rechten Seite die Geometrie, in der Mitte sehen Sie die Farbe und auf der linken Seite sehen Sie das Setup, das wir gebaut haben, um das zu scannen. Da sehen Sie den grünen Kreis, das ist ein Motor und das ganze Ding dreht sich um 360 Grad. Und an der Seite diese roten Kreise, das sind zwei Scanner, das sind Artec Face Scanner, das ist so, ja,
kostet einer so 15.000 Euro ungefähr. Also die sind relativ hochqualitativ, um sowas hinzukriegen. Und das ganze Ding dreht sich jetzt einmal um die Person rum. Schaut in der Praxis so aus. Das ist Simon Giebenhain, das ist einer meiner Doktoranden. Der sieht quasi, was er machen muss. Und das Ding dreht sich hier einmal rum. Okay, zweimal. Und dann kriegen sie eben dieses 3D-Modell raus. Und die Scans schauen so ungefähr aus. Hier sehen Sie einmal mich auf der linken Seite hier, Simon auf der rechten Seite, wie sie rekonstruiert sind. Ist nicht perfekt, die Haare sind immer sehr schwierig zu rekonstruieren, aber man sieht schon ganz gute, ja, man sieht schon ein bisschen was. Und wir haben jetzt, um unsere Trainingsdaten hier zu bekommen, haben wir sehr, sehr viele solche Scans aufgenommen. Also wir sehen jetzt quasi hier immer eine Person in verschiedenen Gesichtsausdrücken. Und was wir auch machen, wir nehmen jede Person immer mit den gleichen 22 Gesichtsausdrücken auf. Das brauchen wir, um das Modell danach trainieren zu können. Und in dem Fall hatten wir jetzt, wie wir die Publikation gemacht haben, hatten wir so knapp 300 von denen. Mittlerweile haben wir über 400. Wir probieren immer auch ein bisschen die Diversität, also gleich viele Frauen wie Männer zu bekommen. Das ist an der Technischen Uni leider nicht ganz so einfach. Wir kämpfen da immer ein bisschen. Aber wir haben so gut, ja, ein Drittel, zwei Drittel haben wir immerhin. Und ja, Sie sehen schon, das sind ein Haufen Daten mittlerweile. Genau, und ja, danach haben wir unser 3D-Modell. Und was wir jetzt eben machen können, wir können dieses 3D-Modell können wir gegen eine Punktewolke optimieren. Sie sehen hier wieder die Punktewolke und Sie sehen jetzt, dass unser Modell, also das hier in der Mitte ist, ist um einiges detaillierter wie vorherige Gesichtsmodelle. Ja, Sie sehen jetzt auf einmal die Haare, die sind zwar noch nicht perfekt, aber sie sind immerhin vorhanden. Sie sehen Mundinnenraum und Sie sehen auch mehr Details an den Augen und so weiter. Und warum wir das machen, das ist sozusagen unser Grundbaustein für unseren Avatar. Ja, unser Avatar lebt im 3D-Raum, der ist im 3D aufgehängt und das ist das Basiskonstrukt, um so einen Avatar hinzukriegen. Hier sind noch ein paar weitere Rekonstruktionen. Punktewolke rein, Modell kriegt jeweils die Rekonstruktion dann als Output. Okay, ich kann Expression Transfer machen, das habe ich vorhin schon mal gezeigt, wie das so ein bisschen funktioniert für Videos. Das kann ich jetzt hier für die Geometrie auch machen. Ich habe hier einmal einen Quellschauspieler sozusagen, den Expression werden genommen und werden jeweils auf die anderen übertragen und Sie sehen, wie ich jetzt quasi hier Animationen übertragen kann. Das ist in Filmen, wird es genauso gemacht. In Filmen gibt es dann halt jemals das Double und das Double wird dann jeweils übertragen virtuell auf den eigentlichen Schauspieler im Film dann. Okay, das waren jetzt eher die technischen Sachen und es war viel Geometrie. Aber jetzt wollen wir, dass das Ganze natürlich noch cool ausschaut. Ne? Wir müssen das Ganze noch texturieren, wir wollen da irgendwie Farbe noch mit reinbringen. Das heißt, was wir auch machen müssen, wir müssen auch Daten aufnehmen, die Farbe haben. Wir haben in dem Fall auch ein Setup gebaut, schaut so aus. In dem Fall haben wir die Leute einfach vor so ein paar Kameras gesetzt, in dem Fall sind es 16 Stück. Von diesen 16 Kameras, die sind alle, die haben den Global Shutter, also alle Pixel werden da gleichzeitig aufgenommen, das ist sehr hochqualitativ, also Kamera kostet ungefähr ja, so 3.500 Euro, das sind 16 Stück, die nehmen mit 73 Frames die Sekunde auf, eine normale Webcam würde nur mit 20, 24 aufnehmen, vielleicht 30, je nachdem, was für eine Webcam das sie haben. Also sehr hochqualitative Daten und wir nehmen quasi da jetzt die Leute ähnlich wie in dem anderen Scanning-Setup von vorne auf und wollen die Gesichtsausdrücke damit eben aufzeichnen. Die Daten schauen ungefähr so aus, es sind jetzt hier 16 Kameras, ruckelt ein bisschen, weil man PowerPoint 16 Video gleichzeitig abspielen kann, aber im Prinzip müssen Sie sich vorstellen, das sind sehr hoch aufgelöste Bilder, die Kameras aufnehmen. Wenn ich jetzt hier mal rangehe, da sehen Sie halt auf den Bildern, sehen Sie schon ziemlich alles, also da können Sie schon mal richtig ranzoomen und Sie sehen eigentlich jedes Barthaar im Prinzip. Das ist so das Ziel, was wir haben, dass wir in den Avataren danach solche Sachen rekonstruieren können. Die Framerate ist auch wichtig gewesen. Also wir wollen halt solche Sachen machen, wo wir halt Haare aufnehmen. Das ist jetzt ein super hartes Beispiel. Also das ist so für die Rekonstruktion, für die ganzen Computer Vision Wissenschaftler, ist das so, dass wenn wir hinkriegen würden, dass wir die Haare so rekonstruieren, das wäre super. Das ist aber jetzt erstmal unser Benchmark, was wir aktuell, wo wir dann viel arbeiten. Und das wollen wir eben rekonstruieren. Was wir jetzt genau machen wollen aus dem Ganzen, ist einen Datensatz aufnehmen, das haben wir schon gemacht. Auch in dem Datensatz haben wir ungefähr 400 Leute mittlerweile. Zur Publikationszeit haben wir so knapp 300. Sie sehen jetzt, wir haben ein Skript für jeden Teilnehmer und viele Teilnehmerinnen, die mitmachen. Die sollen halt verschiedene Sachen machen, die sollen lachen, die sollen ein paar Texte auch vorsagen und die nehmen wir auf.
In dem Fall haben wir auch, wie gesagt, mittlerweile sind es so 400, aber es sind schon, das ist ein Haufen Daten, das sind mittlerweile über, also insgesamt sind es schon weit über 10 Stunden reine Aufnahmezeit. Das sind so grob an Daten, ist das mittlerweile ein halbes Petabyte, also so 500 Terabyte Daten, die wir mittlerweile haben, von Leuten mit eben diesen Outdaten. Und jetzt wollen wir hingehen und daraus unsere Avatare bauen. Zusätzlich zu den Gesichtsmodellen, die Sie vorhin gesehen haben, wollen wir jetzt eben noch die Texturen drauflegen. Und jetzt kommt der spannende Teil. Heißt, wir wollen diese Daten hier, die Sie jetzt hier sehen, diese Sequenzen von links, wollen wir zu dem machen, was Sie rechts sehen. Rechts ist jetzt quasi eine Rekonstruktion von dem Ganzen. Und dann fragen Sie jetzt immer, was heißt denn Rekonstruktion überhaupt? Naja, Rekonstruktion heißt, ich habe ein 3D-Modell, das kann ich von verschiedenen Blickwinkeln anschauen und ich möchte es auch animieren können. Also ich möchte quasi den Avatar Sachen machen lassen können, die er in echt eigentlich nicht gemacht hätte. Das ist jetzt meine Rekonstruktion von dieser Person in dem Fall. So, noch ein paar technische Sachen. Sie werden es sich denken, es wird wieder viel, gibt es viele neuronale Netze wieder jetzt, die das Ganze, die den Avatar rekonstruieren und später auch animieren. Die Idee ist eigentlich recht einfach, wie so ein Avatar funktioniert. Man geht hin und hat eine 3D-Repräsentation, also das ist ein Volumen wie hier, und für jeden Punkt in dem Volumen speichert man einen Farbwert. Und was man jetzt machen muss, man muss das Ganze halt nicht nur in 3D machen, sondern in 4D. Das heißt, der Avatar wird quasi, jede Pose wird als einzelnes Volumen gespeichert. Also wenn ich einmal mich bewege, habe ich ein neues Volumen und wenn ich mich anders bewege, habe ich wieder ein anderes Volumen. Und das ist genau das, was wir hier machen. Wir haben jetzt, das nennt sich, akademisch nennt sich das eine kanonische 3D-Repräsentation. In dieser 3D-Repräsentation speichere ich erstmal alles ab und von dieser Repräsentation versuche ich alles zu animieren. Okay, in dem Fall haben wir ein statisches Template. Heißt, wir haben jetzt mehrere von diesen Repräsentationen für verschiedene Gesichtsausdrücke und die Methode, die lernt sozusagen, wie sie diese Gesichtsausdrücke kombiniert. Und das ist dann ja, der Avatar, der dabei rauskommt. Genau, hier ist noch eine Blendfunktion. Und was dann gemacht werden muss von diesem Volumen, da muss ein Rendering-Algorithmus entwickelt werden. Und Rendering heißt in dem Fall, ich habe jetzt eine volumetrische Darstellung und von der muss ich wieder zurück auf ein Bild kommen. Ich will ja quasi die Kamera will ich ändern, also ich will diesen Avatar von allen verschiedenen Seiten anschauen können und danach bekomme ich ein 2D-Bild raus. Okay, ja, das überspringe ich jetzt, das sind ein Haufen neuronale Netze wieder, das sind Deformationsnetzwerke, ein Hash-Encodierer, die haben diese Templates gespeichert und die bekommen eben diese volumetrische Repräsentation encodiert. Das nennt sich, das sind Feature und diese volumetrischen Feature geben einem dann jeweils wieder ein Bild raus. In der Praxis schaut es dann so aus. Das sind jetzt die rekonstruierten Avatare. Genau, und diese Avatare, die sind jetzt eben von einer Person, habe ich jetzt eben die Leute hier rekonstruiert und ich kann danach die Blickwinkel völlig verschieden ändern und kann diese Personen von allen verschiedenen Lagen anschauen. Das können Sie sich vorstellen, so wollen wir, dass es danach im Videospiel auch ausschaut. Für Filme machen das die Leute schon, für Filme gibt es sowas. Da hat man die Rechenzeit, da kann man ein bisschen länger brauchen, aber für Echtzeitspiele oder so, da braucht man noch ein bisschen länger, bis man sowas hinkriegt. Okay, hier sehen wir noch ein paar Vergleiche gegen andere Methoden. Ich hoffe, man kann das hier auch sehen. Also links waren so Vorgängermethoden, die haben noch ein bisschen ja, Schwierigkeiten um die Mundregionen gehabt und unsere Methode jetzt an der rechten Seite, das ist halt das Letzte, was man so machen kann. Okay, was man auch sieht, das sind so auch Vorgängermethoden hier, die haben quasi pro Zeitschritt rekonstruiert. Wenn Sie pro Zeitschritt rekonstruieren, dann sehen Sie quasi, dass hier das flickert sozusagen. Also ich brauche temporal auch eine Kohärenz. Und das sehen Sie jetzt hier bei unserer Methode, da können Sie wirklich ranzoomen bis ans Auge und es ist eigentlich ziemlich solide, dass es auch temporal stabil ist und dass es nicht flackert. Okay, hier sind noch ein paar Beispiele, was ich halt jetzt machen kann. Ich kann dann virtuell an die Avatare ranzoomen und habe jetzt sozusagen einen digitalen Doppelgänger von den Leuten erschaffen. Okay, wir haben aber immer noch ein paar Probleme. Also das ist noch nicht ein gelöstes Problem. Das eine Problem habe ich schon gesagt, die Haare, das rechte Bild hier. Das ist super schwierig, dass man sowas in einen Avatar rekonstruiert. Darum werden Sie in einem Videospiel Computerspiel, wenn Sie sowas sehen, sehen Sie die Leute eher mit kurzen Haaren. Das hat einen technischen Grund, weil das noch nicht ganz so einfach ist. Und auch in Filmen, ja, ist schwierig, halt lange Haare sind nicht so ganz einfach. Da müssen wir noch ein bisschen arbeiten in der Forschung.
Der Mund ist immer ein bisschen schwierig noch, die Augen sind manchmal noch ein bisschen schwierig. Der Grund, warum die Augen schwierig sind, ist wegen der Reflexionen von der Umgebung. Weil technisch gesehen müsste man die auch mit rekonstruieren. Okay, jetzt habe ich Ihnen mal gesagt, wie man sowas rekonstruiert. Was wir jetzt noch machen müssen, jetzt müssen wir das Ganze noch animieren. Das heißt, ich möchte jetzt auch die Gesichtsausdrücke ändern von den Personen, die ich habe. Und das ist, ja, Sie sehen schon ein bisschen diese Repräsentation. Da kann ich ein paar, habe ich auch ein paar Parameter, mit denen kann ich was ändern. Aber Sie sehen jetzt hier, das ist noch nicht so ganz flüssig. Ja, Sie sehen hier, die Augen bewegen sich zwar ein bisschen, aber die Augen hier, ja, die haben noch keine so ja, glatte temporale Bewegung. Und das ist was, was wir jetzt momentan an was wir arbeiten. Und wir haben auch schon einige Ergebnisse, wir haben schon ein paar Arbeiten dazu publiziert. Die Idee ist eigentlich relativ einfach, dass wir dieses 3D-Modell, was wir davor gesehen haben, kombinieren mit diesen, ja, mit diesen visuellen Features, die Sie jetzt gerade gesehen haben in dieser Rekonstruktion. Das heißt, links habe ich das Input-Video, dann habe ich ein 3D-Modell, das ich rekonstruieren kann mit diesem 3D-Modell, mit diesem parametrischen Gesichtsmodell. Danach habe ich diese ganzen ja, diese Farbdaten optimiert auf dem 3D-Modell und danach kann ich das 3D-Modell verändern. Und durch die Veränderung im 3D-Modell ändert und animiert sich dann jeweils das Gesicht. Heißt Controllable Avatar, heißt, ich kann das jetzt manuell kontrollieren. Und in der Praxis schaut es ungefähr so aus. Also Sie sehen jetzt hier, das ist ein Avatar, der rekonstruiert wurde mit der Methode. Und links unten sehen Sie auch so ein paar Slider. Da kann jetzt jemand hingehen und kann die ein bisschen ändern. Und wenn die Slider ändert, dann ändert das sozusagen auch, ja, dann ändert dementsprechend auch die ja, wie die Avatare in dem Fall ausschauen. Okay, machen wir das mal ganz kurz. Ne? Der kann jetzt hier halt sich bewegen. Sehen Sie jetzt, wie der Mund sich ein bisschen bewegt. Und im Verhältnis zu den Avataren, die Sie ganz am Anfang vom Vortrag gesehen haben, schaut es jetzt schon ein bisschen besser aus. Also jetzt haben wir nicht mehr so ein glattes 3D-Modell. Ne? Jetzt kann ich schon ein bisschen mehr machen mit der ganzen Aktion. Hier sehen Sie das 3D-Modell nochmal. Das ist quasi, das liegt darunter. Und ja, sozusagen der Anker für die Animation. Und ich kann eben dadurch ja, den Avatar entsprechend verändern. Also ich kann Blickpunkt ändern, ich kann Mund aufmachen, kann Mund zumachen und ich kann jetzt auch sowas machen wie dieses Reenactment, was wir davor gesehen haben. Ich kann jetzt solche Sachen machen, hier zum Beispiel, ich nehme ein Video auf der linken Seite und möchte gern mit dem Video, das ich hier habe, möchte diesen Avatar animieren und verändern entsprechend. Und das sehen Sie jetzt hier. Also der hier bewegt sich jetzt und der Avatar von der anderen Person bewegt sich jetzt künstlich mit. Und was jetzt gut wäre, dass Sie jetzt am besten keinen Unterschied mehr sehen können zwischen den Bildern jeweils, ob was echt und was nicht mehr echt ist. Das heißt, unser Avatar hat einen guten Job gemacht. Also die linke Seite ist immer das Video und die rechte Seite ist jeweils immer der Avatar von der Person. Und das funktioniert mittlerweile auch in Echtzeit. Also ich kann sozusagen das in Echtzeit machen. Wenn ich den Avatar einmal gebaut habe, kann ich hingehen und kann eine Webcam nehmen und kann den Avatar künstlich animieren. Ja, und das ist halt die Anwendung, ist sowas wie, wenn ich in einem Zoom-Gespräch bin, in einer Videokonferenz bin, kann ich diesen Avatar eben dann, ja, kann ich den künstlich entsprechend animieren. Okay, das waren jetzt die Avatare. Die Frage ist, kann ich das nicht nur für einen Kopf machen, sondern kann ich das für den ganzen Körper machen? Ja, ich möchte sozusagen, ja, ich habe ja schon gesagt, ich möchte mich ganz gerne virtuell, möchte ich ein bisschen mit Fußball spielen, möchte ganz gerne in der Allianz Arena sein. Und möchte das für den ganzen Körper machen, dann wird es ein bisschen schwieriger. Aber das ist auch eine Sache, die wir momentan machen. Das führt auch wieder dazu, dass wir mehr Daten brauchen. Das heißt, wir haben jetzt ja, wir haben Setups, die ganz, ganz viele Kameras haben. In dem Fall haben wir ein Setup, das schaut ungefähr so aus. Das sind insgesamt 160 Kameras. Die Kameras, das ist ganz witzig, eine von den Kameras kostet ungefähr 10.000 Euro, also ist nicht ganz billig, das Ding. Von so einer Kamera, die kann auf der Kamera selber kann die Sachen speichern, also jede der Kamera hat ungefähr 10 Terabyte Speicher. Und die Aktion läuft ungefähr so, ich habe jemanden, den ich in das Setup tue, ich nehme den oder diejenige für ja, ein paar Minuten auf und dann muss ich erst mal 2 Tage die Daten runterladen. Das ist so in der Regel, wie wir solche Daten aufnehmen. Und in dem Fall haben wir jetzt einen Datensatz gemacht, in dem wir 8 Leute genommen haben. Also es waren professionelle Schauspieler, die wir angestellt hatten. Weil wir wollten nicht nur Computer, Informatiker, sondern wir wollten halt ein paar echte Leute aus dem echten Leben. Und wir wollten die eben aufnehmen. Und wir haben von jedem dieser Schauspieler haben wir 16 Sequenzen, insgesamt 40.000 Frames pro Schauspieler.
Wir haben ja 160 Kameras insgesamt, jede Kamera hat 12 Megapixel und hier nehmen wir mit 25 Frames die Sekunde auf. Und die Aufnahmen schauen dann ungefähr so aus, ne? Also man kann schon ziemlich ranzoomen, also das ist schon ziemlich hochqualitativ, was ich hier kriege. Also das ist somit mit Geld das Beste, was ich aufnehmen kann momentan. Die Aufnahmen schauen so aus, ne? Also Sie sehen jetzt auch, das Haar ist sehr wichtig für uns, wir wollen ganz gern viel Detail im Haar haben. Ja, wir haben starke Beleuchtung, dass wir auch gute Bildqualität haben. Ja, und dann sehen Sie, so schauen die Bilder der Kameras jeweils aus am Schluss. Okay, jetzt ist die Frage, was machen wir damit? Naja, es sind ein Haufen Daten. Wir haben das, wie gesagt, für 8 Leute insgesamt gemacht. Also das sind die 8 Leute, die wir haben. Wir haben auch ein Skript gehabt, dass die halt verschiedene Sachen machen können, dass wir möglichst viele Bewegungen abdecken können. Und genau, die nehmen wir auf. Und was wir dann auch machen können ist, wir können aus diesen Aufnahmen können wir jeweils auch die 3D-Modelle jeweils wieder erstellen. Die schauen in dem Fall ungefähr so aus. Also das ist jetzt das 3D-Modell mit einer Textur. Schaut so aus. Man sieht schon relativ viel Detail auch im Haar. Also das ist relativ, also das ist sozusagen, ja, was halt die aktuellen Methoden in der Computer Vision ungefähr können, um 3D-Modelle zu erstellen. Und was wir jetzt machen wollen ist, wir wollen da eine Methode entwickeln, um einen Avatar wieder fotorealistisch zu rekonstruieren. Das heißt, wir wollen das Gleiche machen, was wir für die Gesichter gesehen haben. Das ist eine Methode, die schaut ungefähr so aus. Technisch gesehen ist das Ganze ein 4D-neuronales Netz. Das hat quasi die Zeitachse und die räumliche Achse zusammen encodiert. Und was gemacht wird, ist quasi für jedes Segment von dem Video gibt es ein kleines neuronales Netz, was jeweils den Teil von dem Video an sich rekonstruiert. Die Methode an sich ist relativ ähnlich wie das, was wir davor gesehen haben für die Gesichter, außer dass es halt jetzt viel, viel größer ist, weil ich mehr Kameradaten habe. Ich habe mehr komplexe Bewegungen. Also ein Gesicht ist relativ statisch, der Mund bewegt sich, ne, aber der Kopf und so weiter, der rotiert vielleicht ein bisschen, aber ich tanze halt nicht mit dem Gesicht so rum, wie ich es mit dem Körper machen würde. Das wird in dieser Methode hier encodiert. Das ist, wie gesagt, eine 4D neuronale Netzrepräsentation. Die wir optimieren. Das ist ein ganz, ganz großes Optimierungsproblem. Das rechnet dann im Keller von einem Rechenzentrum für ein paar Tage auf ganz, ganz vielen Grafikkarten und am Schluss bekomme ich dann solche Rekonstruktionen ungefähr. Und die Rekonstruktionen hier, die schauen, ja, also das ist der ganze Körper jetzt, ne? Also die kann ich jetzt hier animieren. Sie sehen es nicht ganz perfekt, die Haare flackern ab und zu mal noch ein bisschen. Aber so im Großen und Ganzen schauen die Rekonstruktionen ziemlich gut aus. Und das ist jetzt genau das, was wir sozusagen, ja, was früher Filme ganz aufwendig machen mussten, können wir jetzt mit der KI relativ einfach rekonstruieren und können wir sehr einfach rendern. Okay. Gut. Okay, so weit, so gut. Das waren jetzt ungefähr ein paar, ich weiß, ich bin ein bisschen technisch gewesen, ich habe ein bisschen viele Sachen erzählt, wie das im Detail funktioniert. Das sind sehr viele neuronale Netze gewesen. Das waren jetzt meistens akademische Anwendungen, die Sie jetzt hier gesehen haben. Und akademisch heißt bei uns in der Regel so, es sind ja Doktoranden oder Doktorandinnen bei uns im Labor und die arbeiten, ja, so 3, 4, 5 Jahre, arbeiten hier in solchen Gebieten und die versuchen eben dadurch, ja, ihre Promotion zu machen und wie Sie jetzt immer unten rechts gesehen haben, das sind Zitationen, das sind immer die Sachen, die publiziert wurden, das sind jeweils die Paper, die rauskommen sind, aber die Frage ist natürlich jetzt, naja, lebe ich jetzt in einer akademischen Isolation oder haben diese Sachen, die ich jetzt Ihnen gezeigt habe, auch wirklich realen Anwendungsbedarf? Und das möchte ich ein bisschen anhand von einem Beispiel zeigen. Wir haben eine Firma gegründet, schon ein paar Jahre jetzt mittlerweile, es war 2017 haben wir die gegründet, die heißt Synthesia. Wir waren 4 Gründer damals. Die Firma, also ursprünglich haben wir es in London gegründet, aber wir haben auch eine Forschungsabteilung jetzt hier in München. Die Idee von dem Ganzen war, dass wir solche Methoden verwenden wollten, um Filme aus verschiedenen Sprachen automatisch zu übersetzen. Sprich, dass die Lippensynchronisierung passt und dass die Sprache jeweils zu dem Schauspieler oder der Schauspielerin passt.
Und was Sie jetzt hier sehen zum Beispiel ist, die Idee ist sozusagen, ich habe hier einen Synchronsprecher oder eine Synchronsprecherin und auf der linken Seite sehen Sie quasi synthetisch generierte Bilder eben als Output. Okay, möchte ich ein paar Details dazu sagen. Die Firma, die war ein kleines Startup am Anfang. Die Firma ist mittlerweile ein bisschen größer. Also mittlerweile sind wir 250 Leute. Also wir haben wirklich ein Geschäftsmodell auch. Wir sind auch mittlerweile ein Unicorn. Also wir sind mit 1 Milliarde Dollar mittlerweile bewertet. Und wir sind profitabel. Also wir verdienen wirklich Geld damit, indem wir an die Leute Videos verkaufen. Und jetzt wollen Sie sich fragen, warum kaufen die Leute Videos? Naja, stellen Sie sich vor, Sie haben Sie sind eine Firma wie McDonald's, das ist zum Beispiel ein großer Kunde von uns. Würden Sie fragen, warum braucht McDonald's sowas? McDonald's hat sehr viele Mitarbeiter, die die Maschinen immer verstehen müssen. Die nehmen solche Videos her, um die Leute einzuführen an den jeweiligen Maschinen. Und die Idee ist, anstelle halt ein Kamerateam herzubringen, gehen die einfach hin und generieren mit unserer KI sozusagen, generieren die jeweils ein Video automatisch in 100 Sprachen und die machen das dann weltweit als Einführungsvideos für die jeweiligen Sachen. Das ist natürlich jetzt nicht nur McDonald's, das es macht, sondern das machen relativ viele große Unternehmen. Wenn Sie irgendwo anfangen bei einem Unternehmen, kriegen Sie immer sehr viele Einführungssachen fürs Onboarding, wie funktioniert das Unternehmen, wie sind die Führungsstrukturen, wie muss ich mich verhalten und so weiter. Und das wird mittlerweile sehr viel mit KI eben gemacht. Und da sind wir mittlerweile marktführend und wir haben sehr viel Erfolg auf dem Gebiet. Ich möchte ein paar Sachen davon noch zeigen. Das waren so die Originalsachen, diese Lip-Sync, wie der ausgeschaut hat. Auf der linken Seite sehen Sie die Originalvideos, auf der rechten Seite sehen Sie die KI-generierten Videos. Sie sehen jetzt hier noch das 3D-Modell drüber. Also es ist relativ ähnlich zu den Sachen, wie ich es Ihnen gezeigt habe vorhin. Ne? Also immer das Gleiche wie diese KI-Avatare, die machen erst eine 3D-Rekonstruktion und danach legen sie jetzt sozusagen die Textur, die Farbe drüber auf das 3D-Modell. 3D-Modell gibt Kontrolle, neuronales Netz macht quasi aus diesem 3D-Modell wieder ein echtes Bild. Schaut so aus. In this video, you will learn how to react in the case of an unhappy customer in one of our stores. O atendimento ao cliente é fundamental e é necessário aprender a lidar com clientes irritados e descontentes. Podem não ter recebido o nível de serviço que esperavam. Also das war jetzt ein Video, was quasi von Englisch auf Portugiesisch übersetzt hat und Sie können das aber automatisch generieren in, keine Ahnung, 100 Sprachen oder so gleichzeitig und sowohl die Mittel, also das ist jetzt noch nur das Bild, aber mittlerweile können Sie auch die Stimmen und so weiter auch alle automatisch generieren. Sie können auch die eigenen Stimmen generieren, Sie werden es dann noch sehen, ich habe meine Stimme quasi geklont, das heißt, ich bin jetzt virtuell verfügbar. Und ich kann mich jetzt virtuell animieren lassen für die jeweiligen Sachen, die ich gerade mache. Ich habe noch ein paar Beispiele. Das war auch noch ein Video, das wir hatten. Da hatten wir David Beckham. Der hat eine Kampagne gestartet, Malaria Must Die, also gegen die Ausrottung von Malaria. Und die Idee ist sozusagen, dass wir seine Sprache in verschiedene Sachen übersetzt haben. Hier sind die Stimmen noch original, aber also das war vor 3 Jahren, wo wir das hatten, oder 4 Jahren. Mittlerweile sind die Stimmen aber auch synthetisch. Also das schaut ungefähr so aus. Also alles hier ist quasi künstlich generiert. Malaria isn't just any disease. It's the deadliest disease there's ever been. Se dice que ha matado más de la mitad de la población que ha existido. وما زالت تقتل طفلا كل دقيقتين. Mais nous pouvons y mettre fin. Nous savons comment. Nous en avons la possibilité. هامي أورا دي كارفاي كي ضرورته. 我们需要让世界领导人关注. Hivyo tunazindua kampeni ya sauti. Omwali bawariu bi malaria. Speak up and say malaria must die. One voice can be powerful, but all of our voices together, then they will have to listen. Malaria must die, so millions can live. Genau, das war halt, zu dem Zeitpunkt hatten wir das noch relativ aufwendig gemacht. Mittlerweile dauert es 2-3 Minuten pro Video, bis ich sowas generieren kann im Prinzip. Ich habe noch ein paar neue Beispiele. So schaut es ungefähr aus mittlerweile. Das ist in der Cloud. Also ich habe hier, das ist einfach die URL. Also ne, ich kann hier einfach mein Avatar nehmen. Das bin jetzt ich. Ich habe einfach ein Video hochgeladen von mir. Aus dem Video wurde mein Avatar erstellt und unten sehen Sie jetzt, ich gebe einfach nur noch den Text ein und danach klicke ich, generiere mein Video, kann die Sprache auswählen, in dem Fall habe ich Deutsch ausgewählt, generiert mir die Sprache und generiert mir das Video und dann ein paar Minuten später schickt er mir das Video zu. Das ist sozusagen die Anwendung, die wir aktuell haben. Genau, und jetzt möchte ich ein paar, kann ich noch zeigen,
Das war am Anfang, was wir den Studenten gezeigt haben bei uns an der TU. Also das ist jetzt, das bin nicht ich logischerweise, sondern das ist dieser Avatar, den wir hier genommen haben. Und das ist genau mit diesem Studio hier generiert worden. Wir haben einen Text angegeben und wir haben dann ein paar Minuten das Video zurückbekommen. Willkommen an der TU München in der Fakultät für Informatik. Ich bin ein KI-Avatar und in der Zukunft werde ich die Vorlesungen halten. Of course I can speak any language in order to welcome our international students. And the main perk is that creating this video took only a few seconds. Welcome to the future video generation, thus making our life a lot easier. Sogar für unsere Studenten aus den Bergen haben wir die passenden Vorlesungen, sodass jeder etwas Tolles über die KI und moderne Welt lernen kann. Genau, Sie sehen, wir haben auch alle Dialekte. Wir arbeiten noch ein bisschen dran. Aber das geht mittlerweile sehr einfach und sehr schnell, dass wir eben sowas erstellen können. Und die Idee ist natürlich an dem Ganzen, wir wollen sozusagen Hollywood für jedermann. Ja, wir wollen das natürlich, dass keine, also früher hatten wir ein Kamerateam nehmen müssen, der unseren Präsident Hoffmann aufgenommen hat. Jetzt haben wir einen KI-Avatar und können dadurch eben die Videos eben am Schluss generieren. Und ich habe noch mal ein paar mehr Beispiele. Das bin ich. Mein Ziel ist, ich möchte mich ja natürlich selber auch ein bisschen vereinfachen. Ich möchte mich selber gerne animieren. Ich bin jetzt sozusagen der Prof. GPT. Ich kann auch solche Sachen natürlich jetzt mit ChatGPT und solchen Sachen auch selber den Text generieren lassen und dann habe ich einen autonomen Avatar im Prinzip. Hier war der Text noch manuell geschrieben. Das bin jetzt ich mit meiner künstlichen Stimme, die aufgenommen wurde. Also, sorry, die Stimme wurde auch künstlich mit einer KI generiert hier. Welcome to Prof. GPT. This is my new AI avatar. As a professor, I will now be able to do many more things. I can finally give multiple talks at the same time. I can also hold multiple meetings with my PhD students in parallel. I am currently considering to apply for 10 more faculty positions since I will no longer have any time constraints to do more teaching or talks. This can now all be done by Prof. GPT, your personalized and automated professor in artificial intelligence. Thanks for listening. Okay, damit bin ich am Ende. Ich bin ein bisschen früher fertig als gedacht, aber ich hoffe, wir haben noch ein paar Fragen. Können wir noch ein bisschen diskutieren. Ich möchte erstmal vor allem meinem Team danken, an der TU, das sind die Doktoranden und Doktorandinnen und die Co-Autoren von jeweiligen Papern. Ich hoffe, dass ich einige von Ihnen auch ein bisschen für die Sachen begeistern konnte. Das war jetzt ein bisschen Crashkurs von den technischen Sachen bis hin zu Anwendungen. Aber wie Sie sehen, das wird in der Zukunft sehr, sehr viel in der Praxis eine Rolle spielen. Wir werden in der Zukunft im Prinzip alle Filme werden KI generiert werden oder werden zumindest einen Teil KI-Generation enthalten. Und es wird auch viel, viel einfacher sein, dass normale Menschen solche Filme dann eben erstellen mit KI-Methoden. Vielen Dank. Ja, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für den beeindruckenden Vortrag. Ich habe jetzt gleich so viele Fragen, wir können gerade 2 Stunden weiterreden. aber ich fange trotzdem erstmal hier an. Gibt es Fragen, Anmerkungen, Proteste, was auch immer? Moment, ein Mikrofon kommt. Weil wir werden hier übertragen, das wird jetzt auf einen Avatar draufgelegt. So faszinierend, was Sie gerade vorgetragen haben. Wie kann ich denn in Zukunft Realität und dieses Animierte überhaupt noch unterscheiden? Ja, das ist eine gute Frage. Das eine ist, im Prinzip alles, was Sie auf einem Fernseher sehen, ist ja de facto nicht real. Also ein Bild, das aufgenommen wurde, das Bild wurde irgendwie... Ja, die Helligkeit ist noch das Einfachste, das man ändert, der Kontrast ist ein bisschen verändert worden, aber letzten Endes alles, was wir im Fernsehen sehen, ist ja irgendwie aufgenommen worden und das Bildmaterial und ist ja de facto schon synthetisch. Die Frage ist nur, wie wird dieses Bildmaterial erstellt? Also ist es sozusagen was, was in der Echtheit sich abgespielt hat oder ist es was künstlich generiertes oder ist es letzten Endes zum Beispiel vielleicht ein Schauspieler, der es gemacht hat? Traditionell, wenn Sie jetzt einen Film anschauen, wissen Sie ja, naja, der Film ist ja nicht echt, ne? Also der Film ist ja ein Schauspieler, der ist bezahlt worden. Das ist das, was wir hier machen im Prinzip. Wir machen es nur einfacher, wir machen es quasi, ja, wir wollen das sozusagen ja, mit verschiedenen Schauspielern, halt KI-Schauspielern jetzt machen, dass wir das einfacher erstellen können. Die Frage, ob was echt ist oder nicht, ist eigentlich nicht die Frage, ob es KI generiert wurde. Die Frage, ob was echt ist sozusagen, gibt es dazu Fakten, die in echt passiert sind oder nicht? In Englisch heißt das Ganze Prominence, also weiß ich sozusagen auch, ob diese Events wirklich passiert sind.
Und die ehrliche Antwort ist, das Einzige, was ich machen kann, ist guten Journalismus. Und mit gutem Journalismus, das ist sehr wichtig deswegen, dass wir gute Journalisten eben haben, dass ich eben die Fakten checken kann und schauen, ob das wirklich passiert wurde. Ich kann technisch, kann ich sehen, ob eine Methode KI generiert wurde, auch wenn keiner das jetzt mehr sieht. Also ich denke, da kann man den Unterschied schon fast nicht mehr sehen, was wir jetzt gerade gesehen haben. Ich kann eine KI-Methode hernehmen, um eine andere KI-Methode zu detektieren. Das funktioniert, sehr gut. Die Frage ist aber, naja, wenn ich ein Fernsehbild habe, ist das vielleicht gar nicht mehr so wichtig. Also die Frage, glaube ich, die sie eher stellt, ist, ja, was ist denn wirklich der Ursprung der Bilder? Ist es wirklich passiert? Und da kann ich nur an die Journalisten und Journalistinnen verweisen. Ich denke, das ist nach wie vor sehr wichtig, dass man da ein bisschen Auge drauf hat. Ja, vielen Dank erstmal für den faszinierenden Vortrag. Ich setze hier nochmal an, aber meine Frage geht in eine andere Richtung. Da ändert sich doch der Arbeitsmarkt. Und was da passiert, haben wir doch bei dem langen Streik der, der Schauspieler in Hollywood gesehen. Wie stehen Sie dazu? Weil man könnte ja sagen, Sie sind einer derer, die denen dann mal ihren Job wegnehmen. Spannende Frage. Ich sage mal an, vielleicht, dass ich... Dass jetzt die armen Hollywood-Schauspieler eine Lobby brauchen, hätte ich jetzt vermutlich nicht erwartet, aber ich denke, die werden genug Einnahmequellen haben und de facto hat Hollywood ja ein Monopol eigentlich über den Filmmarkt. Ich sehe das eher als Möglichkeit, um den Filmmarkt ja einer breiteren Masse eben zugänglich zu machen, dass mehrere Leute beitragen können. Umgekehrt sehe ich es aber so, dass Schauspieler und Schauspielerinnen solche Technologien verwenden können und die Zukunft wird so ausschauen, dass die quasi ihr Gesicht oder ihr Aussehen lizenzieren werden. Und es passiert de facto auch schon. Es gibt sehr viele Anwendungen, wo zum Beispiel George Clooney oder so sein Gesicht vermarktet für einen Werbespot, aber selber nicht mehr im Werbespot mitspielen kann. Der hat er nur noch seinen Agenten und vermarktet sich in dem Fall so. Das wird mehr und mehr der Markt werden. Das ist nichts Neues. Das hat nicht diese KI-Methoden, die haben das nicht angefangen. Das gab es davor auch schon. Nur davor brauchte man noch ganz, ganz viele Leute, die das halt gut ausschauen lassen konnten. Das heißt, wir machen das sozusagen einfacher. Immer wenn wir über KI reden, das ist in der Öffentlichkeit ein bisschen... Ja, glaube ich, kommt das ein bisschen falsch rüber. Die KI wird die Menschen in dem Fall nicht ersetzen. Die KI wird aber als Tool den Leuten helfen, um produktivere Sachen machen zu können, aber auch um mehr Möglichkeiten zu haben. Ne? So ein Beispiel, was ich jetzt sehe für Hollywood, ist sowas wie, was ich ganz spannend fand, da gab es Netflix hatte diese Serie Bandersnatch. Da konnte ich wie ich einen Film angeschaut habe, konnte ich auswählen, was kommt als nächstes. Das sind so diese Bücher, die mir früher gelesen hat, will ich dem XYZ folgen, lese auf Seite 5 weiter. Das gab es bei Bandersnatch auf Netflix eine Folge, die sowas gemacht hat. Die waren natürlich alle davor, also alle Kombinationen mussten natürlich aufgenommen werden mit einem Kamerateam davor. Aber in der Zukunft kann man sowas halt, die Filmstories kann ich manuell generieren für die Leute. Ich kann auch meine Kinder mitspielen lassen. Ich kann auch selber mich mitspielen lassen in dem Film und kann mich selber einfügen. Das heißt, was ich eher sehe, ist sozusagen, dass zwischen Videospielen, wo ich ja mehr Freiheitsgrade habe, wo ich selber mitwirken kann, und Filmen, also Filme, denke ich, werden interaktiver werden. Das heißt, der Markt wird näher zusammenrücken. Ich kann mir definitiv vorstellen, dass dieses Passive, ich setze mich vor den Fernseher, das wird weniger werden und es wird aktiver werden in dem Fall, dass die Leute selber beitragen können. Und ich denke, dass das ein faszinierender Markt ist für die Ökonomie. Gut, es gibt natürlich jetzt auch noch diese ganzen virtuellen Realitäten und so weiter. Und da gibt es natürlich auch besonders viele spannende Sachen. Aber ich sehe einfach nur für den Filmmarkt, denke ich, dass jeder dazu beitragen kann, um Filme erstellen zu können, ist was ziemlich Faszinierendes. Da gibt es sehr viele Leute, die sowas gerne machen würden. Und ich denke, das wird die Zukunft für Hollywood sein. Die Konkurrenz ist nicht, dass die Schauspieler auf einmal leer ausgehen werden. Ich denke eher, dass es einen größeren Markt für sowas geben wird noch. Genau, hier oben. Sie sprechen immer davon, Filme zu machen. Mhm. Was passiert aber, wenn so ein Film als Beweismittel konstruiert wird? Und keine mehr, da kann ich nicht das ganze Journalistenvolk dahin bringen und sagen, ihr müsst halt mal untersuchen. Sind da wenigstens Wasserzeichen oder irgendwas drin, damit man das nachweisen kann, das ist nicht echt? Ja, aber ich kann es nochmal wiederholen. Wenn Sie einen echten Film anschauen momentan, haben Sie einen Schauspieler vor einer Kamera, richtig? Und der Schauspieler wurde ja bezahlt, um eine fiktive Handlung nachzumachen. Das, was wir machen, ist, wir machen es einfacher, dass wir eine fiktive Handlung erzählen können. Das heißt, das Bildmaterial, das dabei rauskommt, unterscheidet sich in dem Fall geringfügig, aber wenig von dem, was ich mit einer Kamera aufgenommen hätte. Aber eine Kamera, auch eine echte Kamera, kann die echte Realität
nie perfekt darstellen. Das ist immer eine Abstraktion. Ich kann nur einen Teil davon darstellen. Ich kann nicht die Photonen vom Bild, von den Lichtquellen aufnehmen. Ne? Das heißt, man muss sich immer klar machen, alles, was ich sehe momentan im Fernsehen, ist fiktiv de facto. Ja. Okay. Ist eine Kamera. Die Kamera ist nicht echt. Das ist nicht das echte Material. Die Kamera macht eine Bildverarbeitung. Wenn Sie heute ein Handy rausnehmen, machen ein Foto mit einem Handy, dann werden automatisch die Gesichtsfalten geglättet, automatisch wird der Kontrast so verändert, dass es gut ausschaut. Wenn Sie rausgehen, in die Nacht momentan, wenn es dunkel ist draußen, wird automatisch die Helligkeit so verändert. Das ist nicht so, dass die Dunkelheit reflektiert wird, sondern die Bilder sind immer nur eine Reflexion, eine Projektion von der Realität. Das ist nicht die Realität. Ich weiß, das beantwortet die Frage in dem Fall nicht, ob sie noch. Aber die Frage, ob es echt oder falsch ist, ist de facto falsch, weil de facto ist ein Bild nie echt. Die Realität, die sehen wir jetzt hier, was wir mit den eigenen Augen wahrnehmen können, aber sobald ich eine Kamera mache, gibt es Bildverarbeitungssachen, die automatisch passieren, wenn ich ein Bild erstelle. Das passiert mit einer analogen Kamera, genauso wie mit einer Digitalkamera und auf dem Handy. Und es wird nach wie vor wird es der Fall sein. Der Unterschied ist jetzt nur, wie werden die Pixel sozusagen erstellt. Wenn die künstlich erstellt, mit einem Videospiel, wenn die Sachen erstellt mit einer KI oder wenn die Sachen erstellt damit ich ein Foto von der echten Welt aufnehme. Und ja, es gibt Wasserzeichen, ich kann solche Sachen machen, ich kann nachvollziehen, ich kann digitale Zertifikate verwenden und sagen, hey, das wurde jetzt an der und der Stelle gemacht. Aber de facto muss man sich trotzdem immer im Klaren sein, immer wenn ich ein Bild sehe, ist das Bild nur eine Abbildung von der Realität und das Bild an sich ist nicht mehr echt. Okay, gibt es denn auch positive Fragen? Wir müssen ein bisschen raus aus diesem passiven Deutsch sein. Wir müssen ein bisschen in die Zukunft schauen. Ich mache jetzt mal was ganz Technisches. Ihr macht ja ganz viel Bewegungsaufnahme und hinter Bewegung sowohl im Gesicht als auch im Körper steht jede Menge Mechanik dahinter. Geht das in eure Algorithmen ein? Also sprich, habt ihr ein Skelettmodell im Hintergrund? Und wie viel Mechanik könnt ihr am Ende wieder rausziehen? Ja, spannende Frage. Also wir haben ein Skelettmodell. Die Mechanik, die wir verwenden, ist jetzt nicht ein medizinisches Modell. Es gibt in unserer Forschungsgemeinschaft gibt es auch sehr viele Leute, die wirklich Muskelgruppen versuchen nachzubilden und anatomisch sozusagen sowas zu verwenden. Das ist aber sehr aufwendig. Also das kriegt man nicht so hin, dass man da die echten Muskelgruppen reflektiert. Was wir viel machen, sind einfache Skelettabbildungen von Menschen. Also das wird verwendet. Das wird auch viel in der Sportmedizin verwendet mittlerweile. Also wir haben viele Anfragen, unter anderem ja, von den Bayern gab es mal ein bisschen Kontakt, dass die halt sowas machen wollten für ihre Leute, wenn die halt laufen, dass sie sich nicht verletzen, dass sie sich ordentlich warm machen während Fußball. Und auch von Hobbyfußballteams, die wollten auch 3D-Rekonstruktionen von den Körpern machen. Und in dem Fall denke ich, könnte man, denke ich, schon noch ein bisschen mehr machen, also dass es medizinisch genauer ist, was man macht. Aber eine grobe Approximation von der Anatomie von Menschen haben wir natürlich. Ja. Also ich denke, das hätte ja auch ein unglaubliches Anwendungsfeld. Du hast eben die Medizin erwähnt, auch Sport und auch, also meine Tochter reitet. Und wenn ich mir anschaue, wie viel da über die Pferdebewegungen nachgedacht wird, wie weit sind wir von sowas mit weg, sowas aus einem Videofilm direkt rausnehmen zu können? Weil ihr braucht ja auch eine Menge Daten als Eingabe. Also ich kenne ein ganz konkretes Beispiel in den USA, in der NBA fürs Basketball. Die machen das, da gibt es Unternehmen, die machen professionell genau das und die machen automatisch für jedes Basketballspiel, die haben ja irgendwie nicht nur ein Video in einem Stadion, sondern die haben ja irgendwie, keine Ahnung, hunderte Kameras an verschiedenen Stellen und aus den Kameras rekonstruieren sie das automatisch raus, wie sich die Leute bewegen, wie sie den Ball anfassen, wie sie werfen und dann haben sie auch ganz, ganz viele Statistiken dahinter. Wenn sie so und so schnell anlaufen, dann haben sie so und so viele Chancen, dass sie treffen, aber ich glaube, das größere Anwendungsfeld ist trotzdem noch der Medizinteil in dem Fall. Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich verletzt? Hat man sich richtig warm gemacht? Passt irgendwas nicht mit dem Bewegungsablauf und so weiter? Und da haben wir sehr viel Kontakt auch mit den Sportmedizinern vor allem. Also die würden sowas gerne verwenden. Ist aber noch nicht so ganz einfach. Das ist auch, ja, es ist eine schwierige Datenfrage und so weiter auch. Also dürfen wir die Daten dann verwenden und so weiter? Also es ist sehr schwierig. Wir haben ja, also vor allem die Medizin, ist nicht so leicht, dass wir jetzt solche Sachen machen, wie wir machen. Was wir machen, wir haben ganz normal GDPR in Europa halt, aber bei Medizinern, das ist noch eine Stufe weiter. Also das ist, die dürfen nicht identifiziert werden und so weiter. Und es ist sehr schwierig, solche Modelle da momentan noch anzuwenden. Also da wäre schön, wenn wir ein bisschen einfachere Methoden noch hätten. Ja. Gibt es noch weitere Fragen? Ja. Hallo,
Servus. So, erstmals danke und meine Frage, eigentlich zwei kurze Fragen, meistens technischer. So, Sie arbeiten meistens mit NERV für die 3D-Rekonstruktion. Und die Frage ist, haben Sie einen Plan mit Gaussian Splicing zu arbeiten? Mhm. Und die zweite Frage, dieses Setup mit 16 Kameras, das haben Sie in der Lab. Ist es möglich, eigentlich mit Dynamic Gaussians etwas zu machen? Und haben Sie einige Pläne für das zu machen? Mhm. Also das Letzte, was ich gesehen habe, den Avatar, den ich gesehen habe, das ist, der heißt Gaussian Avatars, also Sie können sich schon denken, es sind Gaussian Splats drunter. Also vielleicht so generell, das Verständnis ist relativ einfach. Gaussian Splats ist einfach nur die Oberflächen von einem Gesicht, wenn da rekonstruieren mit verschiedenen Punkten. Und die Punkte haben jetzt nicht nur einen infinitesimal kleinen Radius, sondern das sind einfach das sind Splats, also kleine Radien haben die. Und die stellen sozusagen die Oberfläche dar. Und jetzt kann ich die so optimieren, dass die danach das Rendering wieder echt ausschauen lassen. Und genau, das machen wir momentan in den aktuellen Methoden und das ist momentan State of the Art. Das war jetzt ein Paper, das haben wir vor 3 Tagen veröffentlicht. Also es ist super neu. Das ist gerade sozusagen der neue Trend, dass alles über Gaussian Splats gemacht wird. Und ich denke, da wird sich noch ziemlich viel tun. Und was jetzt als nächstes noch kommen wird, ist sozusagen nicht nur, dass die Avatare, also ich setze mich quasi hin, mache ein paar Aufnahmen und so weiter und aus den Aufnahmen kriege ich dann meinen Avatar raus, sondern in Zukunft wird das Ganze so passieren, ich habe nur noch ein Bild von der Person und aus der einen Person kriege ich dann den Avatar schon raus. Das ist sozusagen ja nicht mehr so weit weg. Sorry, was war die zweite Frage? Oder wann? War okay, oder? Ja? 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 One sec. Kann ich beispielsweise einen Avatar so füttern, dass er eine Chemievorlesung hält und ich als Student frage den was und der sagt mir das und erklärt mir das und da brauche ich gar keinen Professor mehr vor mir haben oder einen Dozenten. So ist die Idee. Ja, das ist die Idee. Also es gibt natürlich jetzt 2 Teile an dem Ganzen. Also der eine Teil, woran wir jetzt hauptsächlich arbeiten, ist den Professor, also in dem Fall mich, irgendwie echt ausschauen zu lassen. Na, das ist die eine Idee. Die zweite Sache ist aber noch die, also sozusagen den Text zu verstehen, die Sprache zu verstehen. Das ist jetzt sowas, was ChatGPT halt macht. Ne? Also ChatGPT würde man dann drunter laufen lassen, der den Avatar animiert und so weiter. Im Prinzip ja. Und das kann man sich jetzt noch so vorstellen. Ich kann dann auch noch den Avatar raussuchen, der die Vorlesung gibt. Ne? Ich kann, oh nee, der gefällt mir nicht, ich möchte noch jemanden, der ein bisschen jünger ist vielleicht. Und dann kann man sich raussuchen, wer das macht. Und man kann dann interaktiv eben Fragen stellen und jeder kriegt quasi eine Vorlesung nur für sich. Und mir persönlich ist das sehr wichtig, vor allem deswegen, also wir haben, das hört sich jetzt komisch an, aber wir haben in der Informatik ein klassisches, wir haben zu wenig Frauen als Professorinnen im Prinzip. Es gibt vielleicht kleine Kinder oder so, die würden auch gerne mal eine Professorin haben, wenn die Mädchen sowas sehen wollten. Ich denke, dass man sowas schon, dass man sich das überlegen muss, quasi wie die Vorlesung jeweils auf die Person wirkt, ob sie sich damit identifizieren kann, ob es ein Role Model ist und so weiter. Und da sehe ich solche Methoden halt super spannend. Da gibt es auch schon ein paar Ansätze, wir machen sowas auch, dass man sich eben halt raussuchen kann, wer die Vorlesung gibt. Je nachdem, was für eine Ethnizität man hat, kann man sich auch raussuchen, wie der Prof oder die Professorin dann ausschaut. Und dann, wie Sie gesagt haben, kann man interaktiv Fragen stellen und kriegt sie zurück. Technisch, was momentan noch fehlt, die Textsachen sind zu langsam. Also ChatGPT ist nicht interaktiv. Also es ist interaktiv genug, dass ich einen Text eingebe und warte so 10, 20 Sekunden oder so, dass ich was kriege. Aber es ist nicht schnell genug, dass ich ein Gespräch führen kann. Noch. Und manchmal auch ziemlich dumm, muss man sagen. Also was ChatGPT von sich gibt, ist manchmal auch mehr Artificial Stupidity als Artificial Intelligence. Also wie kriegt man den inhaltlichen Teil gebacken an der Stelle? Ja, ist eine gute Frage. Also ChatGPT kann ich auch kurz erklären. Das ist eigentlich ganz einfach. Stellen Sie sich vor, das ist nur ein statistisches Modell, das mir, wenn ich ein paar Worte reingebe, was sind die wahrscheinlichsten nächsten Worte, die kommen? Das ist das Einzige, was ChatGPT macht. Und ChatGPT ist trainiert auf dem gesamten Internet im Prinzip. Also ich habe einen Text im Internet, da kriege ich irgendwie, ich gehe heute und dann kommt zur Uni, ist das nächstwahrscheinlichste, was halt kommen wird. Und das ist das Einzige, was ChatGPT halt auf Größe macht. Aber man darf nicht verwechseln, ChatGPT ist alles andere als intelligent. Also jeder, der das mal ausprobiert hat, wird es sehen. Das funktioniert zum Anfang, ist das ganz beeindruckend, aber dann, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, merkt man, also so richtig funktionieren tut es doch noch nicht. Aber jetzt so Sachen wie, ich sehe ChatGPT eher so eine Art Suchmaschine. Also ChatGPT wird viel Text nehmen können und wird extra, also bei viel Text halt das komplette Internet nehmen können und wird mir sagen können, wo finde ich vielleicht einzelne Sachen. Das komprimiert einfach nur ganz viel Text im Prinzip. Und genau jetzt aber so bei wissenschaftlichen Sachen oder so sehe ich da schon ein Potenzial oder bei Lehre und so weiter. Wenn ich eine konkrete Frage habe, dann sagt er mir halt nicht,
dann sagt er mir, hey, da war ein Artikel, schau den Artikel an oder sowas. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das so ein besseres Google funktioniert für spezielle Anwendungen und so weiter. Das gibt es noch nicht, aber da arbeiten momentan sehr viele im Silicon Valley dran und ich sehe das als super spannende Anwendung. Und für uns, für unsere Avatare ist das, glaube ich, auch ganz cool, weil wir erwecken das halt dann zum Leben und ja, wir schauen dann halt, dass man dann mit halt interaktiv ja, eine einigermaßen sinnvolle Konversation führen kann. Aber ja, es ist noch nicht ganz so gut, wie man es sich gern hätte. Hier war noch eine Frage, hatte ich vorhin gesehen, oder? Bei Ihnen? Sie hatten. Nee, ich will Sie nicht rein. Ja, Sie hatten vorhin, das sah so aus. Ja. Ja, eine etwas technische Frage. Also, diese Gaussian Splats finde ich auch sehr interessant. Wie einfach oder wie möglich ist es, da diese Gaussian Splat-Avatare in solche Engines wie Unreal 3D oder Unity einzubauen? Geht das schon? Ja, geht, wurde schon gemacht. Ist super einfach. Der Unterschied ist, also für die, die sich ein bisschen auskennen, also gerade schon, ursprünglich waren viele der Methoden so Nerf-Methoden, also Neural Radiance Fields, das ist im Prinzip ja, ist eine 3D-Darstellung, von der ich dann verschiedene Blickwinkel rendern kann. Das war bis vor einem halben Jahr war das so State of the Art, das hatte jeder verwendet. Dann kamen diese besagten Gaussian Splats, die haben das ganze Feld ein bisschen umgedreht. Die Nerf-Sachen waren sehr langsam. Also es hat sehr lange gedauert, bis ich Bilder erstellen kann. Bei den Gaussian Splats, das funktioniert in Echtzeit. Also die Sachen, die wir jetzt haben, diese Avatare, die funktionieren in Echtzeit mittlerweile. Das kriege ich in Unity rein, das kriege ich in WebGL rein, überall. Es ist vielleicht noch nicht ganz so schnell wie ein Computerspiel. Also ein klassisches Beispiel, meine Grafikkarte ist eine uralt Grafikkarte. Auf der Arbeit habe ich eine 1080 Ti. Die kann ungefähr so 3-4 Milliarden Dreiecke die Sekunde rendern. Das kriege ich mit den Gaussian Splats noch nicht hin. Also das ist halt... Ja, es ist noch nicht ganz so weit, aber so in ein, zwei Jahren, denke ich, wird es in die Spiele reinkommen, weil die Dinger schauen einfach super gut aus und es ist einfach eine neue Art, wie Spiele danach ausschauen werden. Also das ist die erste Anwendung, die ich sehen will. Danke. Ja, ich glaube, jetzt haben sich langsam die Fragen gesetzt. Ich danke einfach nochmal ganz herzlich. Ich fand es total spannend und ja, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank von uns allen. Vielen Dank.